1958. Der Oberösterreicher Friedrich Peter übernimmt als zweiter Bundesparteiobmann die Führung der FPÖ. Mit innovativen Ideen und großem Verhandlungsgeschick wird er die Partei 20 Jahre lang führen. Während dieser Zeit positioniert er die Partei deutlich liberaler als sein Vorgänger und legt damit den Grundstein für eine Koalition mit den Sozialdemokraten. Die 1971 beschlossene Wahlrechtsreform ist für die FPÖ von entscheidender Bedeutung. Sie sichert den Fortbestand aller Kleinparteien im Parlament. Peters Plan, die FPÖ in eine Regierung mit den Sozialdemokraten zu führen, gelingt ihm schlussendlich allerdings nicht. Herzlich willkommen. Mit seinen 38 Jahren galt der zweite Bundesparteiobmann der FPÖ, Friedrich Peter, als eher junger Politiker, der Anton Reintaler nachfolgte. Friedrich Peter, Jahrgang 1920, war Vertreter der Kriegsgeneration und als ehemaliger Offizier der Waffen-SS sollte er in den folgenden Jahren immer wieder zum Ziel heftiger Angriffe werden. Er war Spross einer Eisenbahnerfamilie, weshalb er insbesondere zu den Sozialisten gute Beziehungen aufbauen konnte. Bei den Nationalratswahlen im Jahr 1959 konnten die Freiheitlichen erstmals als Liste 3 kandidieren. Die von ihnen betriebene Einführung amtlicher Stimmzettel und ein gelungener Wahlkampf ermöglichten der FPÖ einen Gewinn von immerhin 2 Mandaten. Friedrich Peters Anliegen war es, die FPÖ aus dem politischen Ghetto herauszuführen. Ein erster Erfolg war ihm dabei beschieden, als eine Entschließung der FPÖ im Zuge der Habsburg-Frage im Jahre 1963 von den Sozialisten angenommen wurde. Während die Volkspartei Otto von Habsburg nämlich die Wiederheimkehr aus dem Exil nach Österreich erlauben wollte, schlossen dies SPÖ und FPÖ strikt aus. Damit nahm erstmals eine Regierungspartei die Entschließung einer Oppositionspartei an. Ein weiterer Schritt aus dem Ghetto konnte im April 1964 gemacht werden, als der freiheitliche Jörg Kanduc zum Präsidenten des Rechnungshofes bestellt wurde. Ihm folgte bekanntlich im Jahre 1980 Tassilo Prösicke. Damit wurde die politische Kontrolle durch die Freiheitlichen zu einem Kennzeichen der Partei. Überdies konnten sich die Freiheitlichen im Parlament durch die Arbeit hervorragender Abgeordneter gewissermaßen als klassische nationalliberale Honoratiorenpartei profilieren. Man war das Zünglein an der Waage zwischen Volkspartei und Sozialisten und Abgeordnete wie Gustav Zeilinger, Tassilo Prösicke oder Otto Skrinzi vermochten sich auch einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung zu erarbeiten. Das wichtigste Anliegen der jungen FPÖ war es aber, endlich zu einem gerechten Wahlrecht in Österreich zu gelangen. Dieses war nämlich bis zum Jahr 1971 für Kleinparteien überaus ungünstig. So mussten die Freiheitlichen für ein Mandat nahezu 50.000 Stimmen aufbringen, während die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ ein solches mit etwa 25.000 Wählerstimmen erlangen konnten. Ja, tatsächlich hatte der freiheitliche Abgeordnete Tassilo Prösicke bereits nach den Nationalratswahlen des Jahres 1959 einen Vorschlag für eine Reform des Wahlrechts ausgearbeitet, wonach es 183 Abgeordnetensitze geben sollte und eine Einteilung in 9 Wahlkreise. Jedes Bundesland sollte ein Wahlkreis sein und jede Wählerstimme sollte gleiches Gewicht erhalten. Im Jahre 1964 kamen dann Sozialisten und Freiheitliche bezüglich der Reform des Wahlrechts zu einer schriftlichen Vereinbarung. Verwirklicht wurde diese allerdings erst 6 Jahre später, als es dem damaligen SPÖ-Chef Bruno Kreisky darum ging, eine Minderheitsregierung mit Duldung der FPÖ durchzusetzen. Diese 1971 beschlossene Wahlrechtsreform war für die Entwicklung der FPÖ von entscheidender Bedeutung, da sie bis zum Auftreten Jörg Haiders im Jahre 1986 die Garantie für die Existenz der Freiheitlichen als Kleinpartei darstellte. Doch zuvor gab es 1968 eine interne Weiterentwicklung der FPÖ in programmatischer Hinsicht. Das erste Parteiprogramm wurde auf dem Bundesparteitag in Bad Ischl durch das sogenannte Bad Ischler Programm abgelöst, das damals als sehr modern galt. Es verlangte zum Beispiel erstmals in Österreich eine vorausschauende Umweltpolitik. Und trotzdem blieb es der Tradition nationalliberaler Parteiprogramme treu. Die programmatische Entwicklung der FPÖ setzte sich in den 70er Jahren durch das Freiheitliche Manifest zur Gesellschaftspolitik fort.
während das Bad Ischler-Programm auf die bewährte Garde freiheitlicher Politiker wie Tassilo Prösicke, Klaus Mannert, Alexander Götz und Otto Skrinzi sowie Gerolf Stix zurückging, wurde das Freiheitliche Manifest zur Gesellschaftspolitik nach Vorarbeiten der jüngeren freiheitlichen Riege aus dem sogenannten Attersee-Kreis beschlossen. Zu Beginn der 70er Jahre kam es zum Durchbruch der SPÖ unter Bruno Kreisky. Kreisky und der freiheitliche Parteiobmann Peter hatten ja ein besonders gutes Verhältnis. Ja, so ist es. Bereits im Jahre 1969 kam es durch gute Regionalwahlergebnisse in Salzburg und Vorarlberg sowie bei der Arbeiterkammerwahl zu einem Aufwind für die FPÖ. Aber die sogenannte Formel 70, die man sich für die Nationalratswahl des Jahres 1970 gab, mit ihrer eindeutigen Koalitionsaussage erwies sich als Fehler. Die FPÖ versprach den Wählern kein roter Bundeskanzler, kein schwarzes Österreich. Nachdem aber die Sozialisten mit 81 Mandaten erstmals eine relative Mehrheit erreichten und Bundeskanzler Klaus seitens der ÖVP eine Koalition mit den Freiheitlichen ausgeschlossen hatte, war der Weg für Bruno Kreisky frei. Der FPÖ-Bundesparteiobmann Friedrich Peter konnte die Gunst der Stunde nutzen und durch Duldung der Minderheitsregierung der SPÖ unter Kreisky die Anerkennung der Freiheitlichen als dritte Kraft im parlamentarischen Spiel der Kräfte des Landes durchsetzen. Die 70er Jahre waren in Österreich die Ära Kreisky, also eine sozialistisch dominierte Periode. Welche Rolle spielte dabei die FPÖ? Auch die Freiheitlichen versuchten sich in dieser Zeit ideologisch zu modernisieren. Der auf Anregung von Parteiobmann Friedrich Peter 1971 gegründete Attersee-Kreis, ein Arbeitskreis, in dem sich junge, eher liberal orientierte Intellektuelle, unter ihnen auch der spätere Parteiobmann Norbert Steger, sammelten, lieferte wertvolle Impulse für diese Modernisierung. Bruno Kreisky und Friedrich Peter kamen auch überein, die Bildungsarbeit der politischen Parteien, die im österreichischen Parlament vertreten sind, staatlich zu fördern. 1972 kam es somit zur Gründung des Freiheitlichen Bildungswerks, des heutigen Freiheitlichen Bildungsinstituts. Während der SPÖ-Alleinregierung bis zum Abtreten Friedrich Peters als Bundesparteiobmann im Jahre 1978 gab es immer ein überaus konstruktives Verhältnis zwischen SPÖ und FPÖ. Eine gegenläufige politische Entwicklung gab es nur in Graz und in Klagenfurt. Nach den Kommunalwahlen des Jahres 1973 wurde in Graz der freiheitliche Alexander Götz zum Bürgermeister und gewissermaßen im Austausch dafür in Klagenfurt der ÖVP-Mann Leopold Guckenberger gewählt. Bei den Nationalratswahlen im Jahre 1975 konnten die Freiheitlichen ihren Mandatsstand von 10 Mandaten halten. Gustav Zeilinger wurde in der Folge als Vertreter der FPÖ zum Volksanwalt gewählt. Der freiheitliche Bundesparteiobmann Friedrich Peter hatte aber, wie eingangs erwähnt, während der Ära Kreisky mit großen Schwierigkeiten und massiven Angriffen wegen seiner SS-Vergangenheit zu kämpfen. Ja, wenige Tage nach der Nationalratswahl im Oktober 1975 startete Simon Wiesenthal seine Kampagne gegen Friedrich Peter wegen dessen Angehörigkeit zur 1. SS-Infanteriebrigade, die während des Zweiten Weltkriegs in Russland zur Partisanenbekämpfung eingesetzt war. Weder von Simon Wiesenthal noch durch umgehend eingeleitete Nachforschungen in den Archiven konnte Friedrich Peter allerdings eine persönliche Schuld nachgewiesen werden. Und Bruno Kreisky stand Friedrich Peter und der FPÖ in dieser sehr schwierigen Situation unverbrüchlich zur Seite. Er setzte sich dabei sogar in scharfen Gegensatz zu Simon Wiesenthal. Auf dem 13. ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ in Villach im Jahre 1976 kam es allerdings zu einer aus mehrheitlich jungen Delegierten bestehenden Opposition gegen den Parteiobmann Friedrich Peter. Er erhielt nur mehr 74% der Stimmen. Daraufhin erklärte er seinen Rückzug aus der Parteiführung und wurde auf dem nächsten Bundesparteitag der FPÖ im Jahre 1978 nach 2 Jahrzehnten als Bundesparteiobmann von Alexander Götz abgelöst. Friedrich Peter ist es gelungen, die FPÖ als kleinen, aber stabilen Faktor in der österreichischen Bundespolitik zu positionieren. Unter seiner Obmannschaft konnte sich eine Reihe von politischen Persönlichkeiten profilieren. Zuerst als Parlamentarier einer klassischen nationalliberalen Honoratiorenpartei, später aber auch junge Reformkräfte aus dem Attersee-Kreis. Sein Ziel, in Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten die FPÖ auch in eine Regierung zu führen, konnte er allerdings nicht verwirklichen.
Auch der Versuch, ihn Jahre später bei der Bildung der SPÖ-FPÖ-Koalition im Jahre 1983 in das Präsidium des Nationalrats zu hieven, schlug fehl. Dennoch war Friedrich Peter für die junge FPÖ eine über Jahrzehnte prägende und erfolgreiche politische Persönlichkeit. Sein Nachfolger, der Grazer Bürgermeister Alexander Götz, versuchte die FPÖ in eine ganz andere Richtung zu bewegen. Doch davon in der nächsten Folge.